Ich bin hier mit Michael Homberg, Dr. Michael Homberg, Projektmanager. Dr. Homberg hat ein 43-Minuten-Modell. Was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich habe das 43-Minuten-Prinzip entwickelt, weil ich immer wieder gefragt wurde oder die Behauptung aufgestellt wurde, hör mal, Projekte, die müssen schnell starten und so lange Planung können wir uns gar nicht leisten. Und eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die Sie vielleicht auch gemacht haben, die du wahrscheinlich gemacht hast, da bin ich sicher, es gibt Besprechungen, da geht man rein, man weiß nicht ganz genau, warum man in der Besprechung ist, damit lange Zeit diskutiert und es kommt nichts mehr raus. Mhm. Und das hat mich immer wieder geärgert, dass diese Zeit unproduktiv vertan wird, vor allen Dingen in Projekten, wenn man dort aktiv ist und muss sehr schnell Ergebnisse produzieren. Da habe ich mir überlegt, was ist der ideale Zeitrahmen, um gute Ergebnisse zu produzieren. Und aufgrund meiner vielen Seminarerfahrungen mit Gruppenarbeiten habe ich festgestellt, dass der Bereich so um die 45 Minuten gut wäre. 45 Minuten ist aber eine sehr einfache Zahl. Ich habe gedacht, ich brauche was Besseres. Das 43-Minuten-Prinzip habe ich. Dann habe ich geguckt, gibt es das schon in Google und so weiter? Gibt es da schon irgendeinen Hit? Nein. Also habe ich gesagt, das nehme ich mir als Produktname. Und was ich darunter verstehe, erstmal habe ich Spaß gehabt, das zu entwickeln. Und was ich aber darunter verstehe, und ich möchte auch, dass das umgesetzt wird, ist 43 Minuten Zeit inklusive Zeit für die Erstellung von Protokollen. Das meine ich jetzt wirklich wörtlich. Das heißt, die Leute treffen sich, machen eine Arbeit zu einem Thema und nach 43 Minuten ist das Ergebnis da. Es ist ein gutes Ergebnis da und es ist dokumentiert. Also auch in der Projekt, also in der Präsentationsphase, dass es ausgearbeitete Präsentation ist, die man dann vorstellt. Alles fertig, alles fertig. Es ist eine Sache auf Papier, da lege ich großen Wert drauf, weil übertragen auf IT kann jeder. Man kann es aber auch als Fotoprotokoll machen. Und es eignet sich bei Projektarbeit für nahezu jedes Thema. Jetzt ist die Zeitbeschränkung nicht willkürlich, sondern sie ist ganz genau definiert, weil die Erfahrung von Parkinson's Law sagt, Zeit für Arbeit dehnt sich so lange aus, wie man dafür zur Verfügung hat. Das heißt, was bedeutet diese Aussage? Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Aussage. Das würde bedeuten, wenn ich den Leuten sage, macht mal innerhalb von 5 Tagen eine Projektplanung, dann werden die innerhalb von 5 Tagen eine Projektplanung machen, weil sie wissen, sie haben 5 Tage Zeit. Wenn ich denen sage, du hast für ein bestimmtes Element 43 Minuten inklusive Aufbereitung der Präsentationsunterlagen, dann wird auch das gelingen. Und dann werden die sagen, boah, das ist aber kurz. Das stimmt. Das heißt aber nicht, dass es zu kurz ist, weil kurz heißt ja, ist ja eine Bewertung. Mhm. Und wenn es ausreichend lange ist, dann kriege ich ein gutes Ergebnis. Und was ich erreichen möchte in der Projektarbeit, ist eine 80% Lösung nach Pareto. 80%, in 20% der Zeit erreiche ich 80% des Ergebnisses. Und was ich dann vorschlage, ist, dass man die Brille wechselt. Dass man ein bestimmtes Thema macht und dann mit dem nächsten Schritt, Projektmanagement ist ja in verschiedene Stufen aufgeteilt, dass man dann die nächste Brille aufsetzt. Aber für ein Ergebnis reicht das. Das würde aber auch bedeuten, wenn man es konsequent umsetzt, wenn ich einen Projektstart-Workshop mache und ich habe 5 Themen, dann habe ich 5 mal 43 Minuten, ich mache nochmal zwischendurch ein bisschen Pause, aber dann komme ich in ganz kurzer Zeit ganz wesentliche Schritte weiter und dann habe ich etwas erarbeitet und dokumentiert, was scheinbar bei vielen Projekten, die man so in der Öffentlichkeit hört, gar nicht stattgefunden hat. Hast du gesagt, du hast dieses Prinzip der 43 Minuten anhand von verschiedenen Seminaren ausprobiert. Das ist Seminaratmosphäre, ja vielleicht auch was anderes wie die reale Atmosphäre im Projekt draußen. Genau. Hast du es mal in Projekten auch ausprobiert? Auf jeden Fall, weil Seminaratmosphäre hat ja noch die Schwierigkeit, dass die Leute etwas Neues machen müssen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass es in echten Projektarbeiten gelingt, ist noch viel größer. Mhm. Weil die Leute, wenn sie eine gewisse Erfahrung mit dem System haben, überhaupt mit ihren Themen im Projektmanagement, noch viel schneller zum Erfolg kommen sollen. Und wenn ich in Workshops gehe, ich bin sehr oft in Firmen, baue dort Projektmanagementsysteme auf, unterstütze Firmen bei der Lösung realer Projektaufgaben. Da mache ich grundsätzlich Besprechungen in diesem Zeitrahmen, weil ich weiß, dass alle Beteiligten sehr viel zu tun haben und ich nicht deren Zeit vergeuden möchte. Ich möchte mit denen gemeinsam etwas erarbeiten. Dann haben wir bei 43 Minuten üblicherweise verschiedene Phasen, Ideensammlung, Aufbereitung der Ideen, Aufschreiben auf Flipchart oder ähnliche Dinge und dann gibt es ein Fotoprotokoll und dann ist die Sache fertig. Jetzt sagst du, in Firmen, in Vereinen, in Organisationen ist Projektmanagement notwendig. Jetzt sprechen wir von Berlin, von Großflughäfen. Ist Projektmanagement auch im Kleinen sinnvoll für kleine Unternehmen, für kleine mittlere Unternehmen, für Vereine oder Verbände? Projektmanagement lohnt sich in dem Moment, wo ich ein Projekt habe. Und es ist völlig egal, in welcher Art von Organisation es ist. Also wenn du ein Haus bauen möchtest oder du möchtest ein Haus umbauen oder du möchtest für den Kindergarten einen Tag der offenen Tür organisieren oder ähnliche Dinge, da sind Projekteigenschaften erfüllt. Du hast einen Start, du hast ein Ende, du hast mehrere Leute, die beteiligt sind, du hast begrenzte Ressourcen, du hast ein begrenztes Budget und du möchtest ein gutes Ergebnis erzielen. Und das sind verschiedene Beteiligte dabei, die du erstmal erkennen musst.
Und da gibt es im Projektmanagement diese elementaren Erfolgsgeheimnisse, dass du, wenn du ein paar Stufen am Anfang einsetzt, hinten den großen Erfolg hast. Du musst nicht hinten unglaublich große Projektpläne haben, sondern du musst den Projektstart sauber hinkriegen, du musst ausreichend Informationen sammeln. Das heißt, du musst es nicht, aber wenn du das tust, dann steigt deine Erfolgswahrscheinlichkeit sehr groß, sehr stark. Und wenn die gestiegen ist, dann hast du den Vorteil, dass du auch hinter einen Soll-Ist-Vergleich machen kannst und auch dann feststellen kannst, dass das Ding aus dem Ruder läuft. Denn wenn du nichts geplant hast, kannst du auch nicht feststellen, dass es aus dem Ruder läuft. Also ganz klare Aussage. Herzlichen Dank und ja, viel Erfolg weiterhin. Gerne, dann gleichfalls.